Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal, ja, ich denke, es wird kein normaler Flight Report werden. Ich nenne es einfach mal so Flight Report Light, weil ich fliege wieder mit Corendon, wieder mit dem gleichen Flugzeug, wie ich hierher geflogen bin. Das Video ist schon ziemlich lange online. Für diejenigen, die sich auskennen, ist es wieder Tango Charlie, Charlie Oscar Echo. Und ja, ich werde heute mal, es ist der letzte Flug in diesem Jahr für mich, auch wenn jetzt das neue Jahr schon lange begonnen hat. Ich fliege zurück nach Münster und werde euch das eine oder andere erklären zum Flugzeug. So kann vielleicht der eine oder andere was lernen. Ich habe auch eine interessante Frage bekommen, die ich in diesem Video gerne beantworten möchte. Und ja, auch ein bisschen zurückblicken auf die Flüge, die ich in diesem Jahr gemacht habe. Und wünsche euch damit jetzt ganz viel Spaß und mal gucken, was wir so machen in diesem Video. Ja, ich werde das dann heute so machen. Ich mache heute mal ein bisschen erklären im Flugzeug oder ein kleines Redevideo im Flugzeug. Sollte was Besonderes passieren, werde ich natürlich auch was zum Flug sagen. Kann ja am Ende in Münster dann heute Abend was den Flug zu zusammenfassen, aber ihr werdet den Sitz, die Toilette, die Kabine an sich kennen, weil wie gesagt, es genau das gleiche ist und ich einfach nicht jetzt euch langweilen möchte und das gleiche machen möchte und finde ich, habe ich mal ein interessantes Ambiente. In 2 Wochen kann ich jetzt schon mal ankündigen, werde ich ein Video machen, wo ich die 3 besten Flüge aus diesem Jahr sagen, euch vorstellen möchte, beziehungsweise meine Sicht dazu sagen und da könnt ihr auch gespannt drauf warten und ich hoffe euch, dass euch diese Art dieses Videos heute auch gefallen wird. Zum Flug kann ich eines nochmal sagen, wir fliegen gleich um 18 Uhr, also wird teilweise meiste Zeit auch dunkel sein und wir fliegen wie gesagt um 18 Uhr und dann um 23.55 Uhr planmäßig in Münster. Ich bin jetzt am Check-in und mal gucken. Vielleicht melde ich mich auch gleich erst eher am Flugzeug. Ich werde heute einfach mal gucken, was ich mache. Ja, ich bin jetzt im Flugzeug und ich habe eigentlich gerade gesagt, ich sage nicht so wirklich was zum Flug, aber ich möchte wirklich, also ich bin schwer erschrocken, wie das hier verläuft am Flughafen von Las Palmas. Wenn ihr das Wintervideo gesehen habt, habe ich so geschwärmt für die Deutung für den Flughafen hier, aber heute habe ich leider genau das Gegenteil erleben müssen. Ich finde es sehr schade und ja, ich habe sowas auch noch nie erlebt, dass man bis so kurz vor Abflug, wenn man 2,5 Stunden vor Abflug da ist, bis ja, eine Stunde vor Abflug am Check-in-Schalter steht und ja, das Personal, ich habe auch selten so unfreundliches Personal am Flughafen erlebt. Also sie waren wirklich ziemlich unfreundlich, egal ob es am Check-in war oder an der Sicherheitskontrolle, finde ich sehr, sehr schade und genauso, wir sind mitten in einer Pandemie, die Zahlen steigen. Ich weiß jetzt, ich habe schon gesagt, im März nicht, wie es jetzt aussieht, aber zum heutigen Zeitpunkt steigen die Zahlen extrem und dann wird man gebordet, steht 10 Minuten eng im Bus, er fährt nicht los und das finde ich einfach geht gar nicht und ja, liegt nicht an Corendon, definitiv möchte ich sagen, da sollte sich mal der Flughafen Gran Canaria überlegen, ob das so sinnvoll ist, bei Busboarding das so zu machen. Finde ich nicht gut, um ehrlich zu sein. Aber ich hoffe, dass ich jetzt auch nicht mehr beanstanden muss und gleich wie versprochen auf die Fragen und ein bisschen zurückblicken kann und zu deutlich schöneren Themen heute komme. Bis dahin genießt gleich den Start hier und dann melde ich mich ziemlich schnell nach dem Start, bevor es ganz dunkel wird.
fangen dann jetzt mal an. Wir sind jetzt gerade gestartet auf Gran Canaria. Wie gesagt, zum Sitz brauche ich nicht viel sagen. Also zum Flug brauche ich nichts sagen. Es ist sogar auf dem letzten Flug mit Corendon saß ich Reihe 28, jetzt ist Reihe 27, also eine davor, im exakt dem gleichen Flugzeug. Also sparen wir uns die anderen Sachen und widmen uns heute mal ein bisschen was anderem, damit es auch so interessant ist für euch zu gucken. Ich hatte auf Instagram vor ein paar Tagen jetzt gesagt, dass man mir Fragen stellen kann oder Ideen, die man machen kann. Also ich werde sowas auch öfter demnächst mal machen, dass ihr auch ein bisschen mitwirken könnt in dem einen oder anderen Video. Und dann, falls ihr mir auf Instagram folgen wollt, würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich blende es euch nochmal ein. Und dann könnt ihr bei sowas auch gerne teilnehmen. Ich habe es dann so gemacht, dass man mir Fragen stellen konnte. Da kamen dann viele Vorschläge für Routen, wo ich natürlich auch sehr dankbar bin, weil dadurch weiß ich, was euch so interessieren würde. Es ist dann zum Beispiel, möchte ich für einige Sachen sagen, wie Lufthansa City Line oder nochmal Corendon nach Hurghada, sind sicherlich interessante Themen und Ziele. Aber natürlich dadurch, dass wir jetzt Corendon hier zweimal hatten und ich auch für nächstes Jahr schon, also heute dieses Jahr, schon gebucht habe, Corendon, also wird nochmal was kommen. Und Lufthansa City Line sowieso wird mal eingebaut. Ist zwar noch nichts konkret, aber ja, noch viele andere Ideen, die ich sicherlich auf dem Schirm habe und dann mal demnächst gucken kann, was wir davon umsetzen. Und damit ihr auch Spaß habt und dann euch das gefällt. Ja, jetzt wurde ich gerade unterbrochen. Ich wollte sagen, dass eine Frage, die ich sehr, sehr cool fand, ich natürlich heute auch ein bisschen ausführlich beantworten möchte. Und zwar hat mich Tammy.sbm, also ist der Instagram-Name, gefragt, was war dein unvergesslichster Flug und warum? Jetzt hatte ich natürlich auch die Möglichkeit, mir schon ein paar Gedanken zu machen, bin aber sehr, sehr deutlich zu einem Ergebnis gekommen. Und ein Flug, den ich auf jeden Fall nicht vergessen werde, so schnell ist, war 2018 im Dezember mit Germania von Münster nach Salzburg. Es war aus mehreren Gründen ein besonderer Flug für mich, denn zum einen, ich war ein ziemlich großer Germania-Fan und wie alle wissen, die Anfang 2019 leider Insolvenz gegangen und das war bis heute mein letzter Flug mit Germania. Außerdem war es der Erstflug von damals von Münster nach Salzburg und es war schon irgendwie, auch wenn es nichts so Besonderes war, aber ein cooles Gefühl, mal bei einem Erstflug dabei zu sein. Und weswegen es auch unvergesslich war, ist, es war damals der erste Flug ohne meine Eltern. Also ich bin mit Kumpels nach Salzburg geflogen und ja, aus dem Grund finde ich das sicherlich unvergesslich und sind nochmal schöne Erinnerungen an die Airline Fly Germania. Ja, das war mein unvergesslichster Flug und ich hoffe, Tammy, dass deine Frage jetzt ausführlich beantwortet ist und du zufrieden bist. Ich hatte euch ja auch versprochen, für diejenigen, die jetzt nicht so eher flugaffin sind und eher gucken, weil es sich interessiert, was man so bekommt auf den Flügen, mal ein bisschen was zu erklären, beziehungsweise eine Sache habe ich mir mal überlegt, was ich euch mal erklären möchte, weil ich ja doch auch, glaube ich, das eine oder andere Mal auch Fachbegriffe benutze. Wenn ihr dazu übrigens Fragen habt und nicht wisst, was das heißt, muss euch das gar nicht blöd sein, gerne unten in den Kommentaren nachfragen. Ich werde sicherlich antworten. Ich bin zwar nicht so, dass ich verspreche, dass ich direkt einen Tag oder zwei Tage später, kann mal eine Woche dauern, aber ich verspreche, dass ich auf Fragen sowohl auf Instagram als auch hier bei YouTube darauf antworte. Dann möchte ich mal zusammen bei Boeing-Flugzeugen, was ihr übrigens immer erkennen könnt an der Safety Card, das ist immer ganz interessant, da steht in der Regel drauf, in dem Fall hier, was für ein Flugzeug ihr seid. Und dann, wenn ihr in einer Boeing-Maschine seid, einer 737-800, und rausguckt, ich blende euch gerne mal ein gleich, da seht ihr auch bei Start und Landung immer, in dem Fall jetzt hier, oder ich zeige es euch so, das rote Ding da am Ende des Flügels, was so nach oben steht, das nennt sich Winglet bei Boeing. Und diese Winglets sind 2,10 Meter hoch, was man auch gar nicht glaubt, weil man dann doch ziemlich weit in der Kabine mal entfernt ist und diese Winglets sehr, sehr klein aussehen. Finde ich mal sehr faszinierenden Fakt. Und wofür sind diese Dinger da?
Die sind dazu da, um Sprit zu sparen bei den Flugzeugen. Und ganz früher, wenn ihr mal alte Aufnahmen von Flugzeugen sieht, auch bei Boeing 737-800 jetzt in diesem Fall, hatten die Flugzeuge am Flügelenden gar nichts. Also waren die flach am Ende. Und ja, irgendwann fing das dann an, dass man diese Winglets gemacht hat. Und jetzt seit neuestem wurde das auch erweitert. Zum Beispiel Boeing Spitz Scimitar Winglets. Mache ich euch gerne, wenn ich dran denke, mal darauf aufmerksam, wenn ich mal mitfliege. Oder jetzt auch die Max hat ja zum Beispiel die neue Boeing 737-800 ganz andere Flügelenden. Und wie gesagt, wenn ich mal von Winglets spreche, dann spreche ich von diesen Teilen am Ende des Flügels. Genau, und jetzt hoffe ich, dass ihr der eine oder andere vielleicht noch was gelernt hat. Ja, bevor wir jetzt gleich in Münster landen, möchte ich noch eben sagen, dass wenn ihr davon Fans seid, die mehr von der Landung zu sehen, also ich kürze das ja immer ein bisschen und mache manchmal mit Musik, ihr kennt das, wer öfter meine Videos schaut, wenn ihr das in voller Länge sehen wollt, auch ein bisschen länger, die Videos gehen so 8 Minuten ungefähr, könnt ihr gerne mal bei meinen Freunden von FMO Productions vorbeischauen. Ich verlinke es euch gerne unten in der Videobeschreibung. Und auch oben. Übrigens, ganz interessante Sachen machen sie, wenn ihr euch auch interessiert, was so am FMO los ist. Starts und Landungen filmen sie auch von auch Abfertigungen und interessante Movements, die wir manchmal haben. Also interessante Maschinen, die kommen. Wie zum Beispiel hatten wir letztens Business Jets, interessante da. Da sind die beiden immer dann am FMO und filmen das Ganze auch für euch. Schaut also gerne auch mal bei denen vorbei. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich werde jetzt die Landung genießen. Ich denke, auf Film wird sicherlich die Szene reinkommen. Die Landung für euch sehen wird man wahrscheinlich nicht viel, weil es dunkel ist. Und dann melde ich mich nochmal in Münster. Bye, thank you. Bye. Bye. Tschüss. So, ja, das war der letzte Flug des Jahres mit Corendon. Viel habe ich jetzt nicht gesagt, ich sage nochmal kurz. War ziemlich ähnlich mit dem Flug. Mit dem letzten Flug. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, gerne nach oben. Verlinke ich euch noch kurz. Wieder leckere Nudeln gegessen. Ihr habt es gesehen. Finde ich zum fairen Preis. Und ja, mehr gibt es nicht hinzuzufügen. Den Rest könnt ihr, wie gesagt, im anderen Video sehen. Dann hoffe ich jetzt, dass euch mal dieses besondere Video gefallen hat. Wenn dem so ist, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und schreibt mir gerne auch mal unten in die Kommentare, was ihr haltet von sowas. Und dann würde ich öfter mal die Gelegenheit nutzen, wenn ich mit Fliegern fliege oder auch Produkten, die ich schon mehrfach habe. Dann wird das definitiv interessanter. Hier nochmal ein Blick. Kann man schlecht sehen. Dann möchte ich mich jetzt bei euch verabschieden. Das war jetzt der letzte Flug von 2021 ab. In 2 Wochen kommt nochmal ein Rückblick
beziehungsweise sage ich die besten drei Flüge von 2021. Und dann gibt es hoffentlich, wenn Corona es zulässt, ab übernächsten Sendetermin die neuen Videos von 2022. Ich hoffe, ihr seid gesund. Wenn nicht, werdet ganz schnell gesund. Wir sehen uns in jedem Fall im nächsten Video, wenn ihr wollt. Und ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Yannick. Bye, bye.